Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Schwarz 2. Es geht weiter mit der Arena von Wapydro City. Wir haben da im letzten Part schon mal kurz reingeguckt. Ich liebe die Musik hier immer noch. Hi. Ich kann nicht selbst sein, wenn ich auf meiner Gitarre rocke oder meine Pokémon in den Kampf schicke. Dann tu das. So, die kriege ich jetzt nochmal eben auf die Mütze von mir. Und dann stellen wir uns Mika. Und bekommen dann auch hoffentlich unseren zweiten Orden. Das ist natürlich nicht ganz so vorteilhaft jetzt. Wie schaut's denn aus? Macht das irgendwie Schaden? Ja, doch, okay. Ach, du kannst Walzer. Das ist aber schön. Brauchst du aber gar nicht mit anfangen. Sehr schön. Und dann haben wir noch Smogon. Das sollte auch kein Problem sein. Ich finde es auch ganz cool, dass die Trainer nicht einfach hier so rumstehen, sondern dass die wirklich auch was machen. So wie der andere hat, glaube ich, Schlagzeug gespielt und sie die Gitarre jetzt. Und das finde ich irgendwie total genial gemacht. Generell, früher hattest du die Arena, da stand ein Arenaleiter drin und ein paar Vortrainer und fertig. Und die standen da einfach rum. Heutzutage siehst du auch wirklich mal, dass die Leute ein Leben haben. So wie Mika natürlich mit ihrem Vater. Und das finde ich auch total klasse. Also da hat Pokémon schon eine ziemliche Entwicklung durchlaufen. So, ich glaube, ich habe aber noch eine Sinelbeere, die kriegt René jetzt mal, dass er so ein bisschen geheilt ist. Da. Und dann würde ich sagen, bei Mika selbst könnte Malina den Anfang machen. Weil sie ja weiterentwickelt ist, ist es mit Sicherheit nicht schlecht. Und wir haben immer die Chance, ihre Pokémon zu paralysieren, das finde ich immer ganz klasse. Hi. Los geht's, ich bring dich jetzt zum Ausflippen. Kurz und knapp. So, sie startet mit Smogon. Da habe ich eigentlich nicht so große Angst vor, um ehrlich zu sein. Bei Smogon natürlich einiges aushält und das hat Level 16. Mal gucken. Okay. Ja, da haben wir auch schon die Statik. Das ist super, dass die greift. Oh, ich liebe diese Musik total. Ich möchte da gar nichts zu sagen. Gibst du jetzt einen Trank oder ist das noch nicht genug Schaden? Na, scheinbar nicht. Okay. Das war Smogon. Das war aber auch nicht so das Problem. Nein, ich will immer noch keinen Ladevorgang. Das hast du mich schon mal gefragt. So, und jetzt kommt ihr Rollum. Und da würde ich ganz gerne mit Amde antreten. Allerdings habe ich auf jeden Fall Respekt vor ihrem Pokémon, weil es eben schon Level 17 hat. Und es könnte uns ja auch jederzeit vergiften. Dementsprechend, das könnte schon fies werden. Aber mal gucken, wie sich Amde so schlägt. Ah, es hat schon Level 18. Ich dachte, es hat Level 17. Noch besser. Ja, da kommt der Giftschock. Macht schon einiges an Schaden. Du könntest aber mal anfangen zu brennen, das wäre echt gut. Ich glaube, Giftschock ist auch die Arena-Attacke. Eieiei. Oh! Dankeschön, Amde. Du hast mir jetzt einiges an Arbeit erspart. Ich war gerade schon überlegen, was machst du jetzt am besten, aber ja, danke für den Volltreffer. Was soll das? Ich war noch mitten im Refrain. Sorry, muss ich bei Amde bedanken. Der hatte keinen Bock mehr auf dich und hat das Ganze vorzeitig beendet. Da habe ich wohl verloren, sowas aber auch.
Das bedeutet wohl, dass du ganz schön stark bist, was? Naja, das ist zwar bitter für mich, aber wenigstens habe ich mein Bestes gegeben. Irgendwie fühle ich mich jetzt ganz erfrischt. Hier, der Beweis, dass du mich besiegt hast. Sehr schön. So, Giftorden. Jetzt hast du zwei Orden. Damit erkennen sämtliche Pokémon bis Level 30 an, wie toll du bist und befolgen deinen Befehlen. Auch die Pokémon, die du mit anderen Trainern getauscht hast. Und hier, benutze auch diese TM. Ja, da ist der Giftschock, aber ich wüsste nicht, wem ich die beibringen sollte, die TM. Die TM09 ist Giftschock. Giftschock überschüttet das Ziel mit einer speziellen, toxischen Flüssigkeit. Und wenn der Gegner bereits vergiftet ist, haut die Attacke doppelt so stark rein. Hehe, ganz im Ernst, das haut voll rein. Allerdings, es ist schade, dass es jetzt so still ist. Ich mochte die Musik sehr gerne. Hey du! Während deines Kampfes mit der Arenenleiterin Mika bist du mir sofort aufgefallen. Du hast Charisma. Bitte komm auf jeden Fall nach Pokéwood. Okay. Du gehst nach Pokéwood? Ah, stimmt ja, mein Vater. Ich muss ihn dazu bringen, wieder als Kapitän zu arbeiten. Wäre keine schlechte Idee. Okay. In Pokéwood werden wir auf jeden Fall auch noch vorbeischauen, müssen wir sogar. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin kein Fan von Pokéwood. Ich finde die Idee ganz cool, muss ich sagen. Aber Pokéwood, ja, man kann sich da sehr lange aufhalten, sagen wir so. Also wenn man wirklich das Spiel zu 100% abschließen möchte, muss man einiges in Pokéwood machen. Und das ist mir einfach zu langweilig. Das werde ich auf gar keinen Fall machen, weil das interessiert mich überhaupt nicht. Ich möchte zwar so viel wie möglich von dem Spiel zeigen, aber nee. Das ist so ziemlich das Einzige an dem Spiel, wo ich keinen Spaß dran habe. So, Michi, du hast noch Level 14. Okay. Also wie gesagt, so ein Besuch in Pokéwood finde ich klasse. Aber ich möchte mich da auf keinen Fall länger aufhalten. Nur so zur Info. Hey, Pokéwood, auf Wiedersehen, grauer Alltag und willkommen in der Glitzerwelt. Oder so. Durchaus. Dieser Trainer hat das gewisse Etwas. Ja, unsere Nachwuchshoffnung sollte in Kürze hier eintreffen. Ah, wie aufs Stichwort. Willkommen in Pokéwood. Schön, dich zu sehen, Svenja. Wir haben schon auf dich gewartet. Darf ich vorstellen? Das ist Mr. Woody. Er ist hier der Boss. Hallihallo, gestatten. Ich bin Mr. Woody. Nett, dich kennenzulernen. Du bist also Svenja. Wir haben gerade über dich geredet. Ich habe leider noch ein paar Dinge zu erledigen, bevor ich dir im Detail erklären kann, wie wir hier arbeiten. Tut mir wirklich leid. Ich hoffe, du kannst dich noch ein wenig gedulden. Wie wäre es in der Zwischenzeit mit einer Führung über das Gelände? Oh, das ist eine ausgezeichnete Idee. Dann bekommt Svenja gleich einen Einblick in die wunderbare Welt der Filme. Pokéwood ist eine Traumfabrik. Wer sich nach Nervenkitzel oder großen Gefühlen sehnt, ist hier genau richtig. Aber genug geredet. Ich werde versuchen, mich zu beeilen. Bis später! Ich bin stolz, für Mr. Woody zu arbeiten. Sieh sich einer diese Beinarbeit an. Na schön, Svenja, folge mir. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Die Anspielung an Hollywood? Oder dass der Kerl Mr. Woody heißt? Diese Wortwitze. Zunächst will ich dir kurz erklären, was wir hier in Pokéwood überhaupt tun. Pokéwood ist eine Filmschmiede. Wir drehen hier einen Streifen nach dem anderen, um den Kinos ein möglichst buntes Programm bieten zu können. Sieht auf jeden Fall hübsch aus, finde ich. Und ist verdammt groß. Das hier ist unser Filmpalast. Selbstverständlich gibt es drin immer die neuesten Filme zu sehen. Gleichzeitig fungiert dieser Ort aber auch als Treffpunkt für die Fans der verschiedenen Filmstars. Komm, schauen wir doch einfach mal hinein. Ich habe leider keine andere Wahl. So, hier haben wir den Schalter. Wen haben wir denn da? Das ist doch der Talentsucher. Dank dir habe ich meinen Traum erfüllt und... Dank dir habe ich mir meinen Traum erfüllt und mein lang ersehntes Filmdebüt gegeben. Ach ja, das freut mich.
Und wer ist das? Das ist Svenja. Ich habe deine Tochter mit diesem jungen Trainer kämpfen sehen und sofort sein Potenzial erkannt. Deswegen wollte ich auch unbedingt, dass dieses Talent nach Pokéwood kommt. Verstehe, du hast also meine Mika herausgefordert. Dann musst du ein ziemlich guter Trainer sein. Oh, ach ja, gleich fängt der Film an, in dem ich mitgespielt habe. Wenn du über ein Filmdebüt nachdenkst, solltest du ihn dir ansehen. Gute Idee, das wird sehr lehrreich für dich sein, Svenja. Ausgezeichnet, auf geht's. Okay. Willkommen im Pokéwood Filmpalast. Das ist der Schalter. Hier kannst du einen Film aussuchen, den du dir ansehen möchtest. Es gibt 8 Kinosäle. Ganz schön luxuriös, was. Aber mein Debütfilm läuft in einem ganz besonderen Saal. Na, dann bin ich mal gespannt. Super Sandro. Super Sandro gegen einen Helden im besten Alter. Ich lese übrigens nicht mit, weil der Text meistens zu schnell weg ist. Aber ihr könnt ja selber lesen. Das Besondere ist, dieser Super Sandro, den kennt man auch aus Schwarz und Weiß 1. Da war er nämlich Arenaleiter. Die beiden sehen so klasse aus. Der Riolo-Mann. Ich find's ein bisschen schade, dass der Text so schnell weg ist. Ich würde den gerne vorlesen, aber das geht teilweise einfach nicht. Wie die Zuschauer alle einschlafen. Oh mein Gott. Tja. Das war wohl nichts. Also ich habe schon bessere Filme gesehen, muss ich sagen. Oh, dieses dramatische Ende. Der Abspann ist auch genial, dass das so extra aufgeführt worden ist. Es ist schon ganz cool gemacht, aber es gibt so viele Filme, die man später hier drehen kann, dass es irgendwann ziemlich langweilig wird, für mich zumindest. Danke, dass du dir den Film angesehen hast. Und wie hat er dir gefallen? Was ist los? Haha, mein langersehntes Filmdebüt, mein Traum hat sich erfüllt. Wie meinst du das? Für jeden Menschen gibt es Dinge, die ihm liegen und Dinge, die ihm nicht liegen, das ist mir klar. Aber als ich meine Tochter gesehen habe, die versucht, ihre Verantwortung als Arenaleiterin und ihren Traum von einer Musikkarriere unter einen Hut zu bringen, wollte ich auch versuchen, endlich meinen langjährigen Traum zu erfüllen. Denn man hört auf zu leben, wenn man seine Träume aufgibt, ist es nicht so? Ich kehre erstmal zu meinen Pflichten zurück. Eines Tages werde ich zum Film zurückkommen. Bis dahin überlasse ich dir meinen Platz als Filmstar. So, wir sollten langsam gehen. Mr. Woody ist bestimmt fertig mit seinen Vorbereitungen. Dann wollen wir doch mal. Oh, sogar eine Palme. Also schick ist es auf jeden Fall.
Hier drin befinden sich die Studios. Alle Filme, die im PokéWorld produziert werden, nehmen hier ihren Anfang. Komm, lass uns hineingehen. Ich bin mir sicher, Mr. Woody wartet drin bereits auf uns. Hey, Boss! Ich habe Svenja mitgebracht. Oh, ausgezeichnet, vielen Dank. Ich stelle mich am besten nochmal vor. Ich bin Mr. Woody, der Besitzer von PokéWood. Ich habe dich zu mir gerufen, weil ich dich um einen großen Gefallen bitten möchte. Du ahnst es sicher schon, aber ich hätte gern, dass du PokéWood dein Talent als Schauspieler zur Verfügung stellst. Mein Talentsucher meinte, man sehe dir gleich an, dass du zum Star geboren bist. Als ich dich vorhin dann zum ersten Mal sah, konnte ich es kaum glauben. Er hatte mir nicht zu viel versprochen. Sag ich doch, Boss. Es besteht kein Zweifel, dieses Kind wird im Nu die Herzen der Kinobesucher erobern und zu einem absoluten Superstar aufsteigen. Ja, da hast du sicher recht. Ich gehe auch schwer davon aus, dass Svenja eine glänzende Karriere im Showgeschäft bevorsteht. Ich bitte dich, versuch's einfach mal. Warte, ich habe extra für diese Angelegenheit einen absoluten Topstar als Filmpartner für dich engagiert. Hey, Sandro. Gestatten, mein Name ist Sandro. Nett, dich kennenzulernen. Der gute Sandro ist das Aushängeschild von PokéWood, ein Star der Extraklasse. Und ich habe hier genau das richtige Drehbuch für einen alten Hasen wie ihn und ein junges Nachwuchstalent wie dich. Dein entschlossener Blick gefällt mir. Ich freue mich schon darauf, mit dir vor der Kamera zu stehen. Hey, lässig wie immer, was Sandro? Na schön, wenn du einen Film drehen willst, musst du nur meinen Mitarbeiter dort ansprechen. Und keine Sorge, wenn es nicht sofort so klappt, wie du es dir vorstellst. Lass einfach alles raus. Los, Svenja, ich zähle auf dich. Leg dich ins Zeug, dann kannst du im Filmpalast schon bald deine eigenen Streifen sehen. Wir können es ja mal einmal ausprobieren. Eine Anleitung wäre vielleicht nicht schlecht. Hier in PokéWood kannst du Filme drehen. Das Drehbuch legt fest, mit welchen Filmpartnern du vor der Kamera stehst. Erfüllst du alle durch das Drehbuch vorgeschriebenen Voraussetzungen, ist der Film im Kasten. Okay. Da die Effekte danach mit innovativer Technologie eingefügt werden, sind deine Filme sofort nach den Dreharbeiten bereit, um in den Kinos angesehen zu werden. Okay, also Drehbuch beachten und dann los geht's. Ich weiß gar nicht, ob eigene Pokémon so gut sind. Nehmen wir mal die Leih-Pokémon, denke ich. Oh, mit Greenscreen. Alles klar, fangen wir an. 3, 2, 1, Action. Diese Musik. Film ab für Star Sandro. Okay. Mit Gladiantri. So, wir bekommen Riolu als Leih-Pokémon. Szene 1. Das Drehbuch zu lesen ist von höchster Wichtigkeit. Okay. Drehbuch. So. Ein Schurke bedroht den Vergnügungspark, doch unser Held ist zur Stelle. Besiege deinen Gegner bei jeder Szene. Okay. Du kannst Durchbruch unter Eroas. Du kannst Finte und Luft schnell. Okay. Ja. Und er kann natürlich Kraftwelle und Eishieb. Natürlich. Ich glaube, das ist mehr als passend. Oh, Riolu Girl, okay. Schauen wir doch mal. Natürlich bin ich bereit. So, Szene 2, du kriegst wieder voll aufs Maul. Mit Eishieb. Du machst Finte. Wieso machst du Finte? Aber gut. Wie gesagt, es kommen noch ganz, ganz viele Filme, die man hier drehen kann. Die werden, glaube ich, auch anspruchsvoller. Aber ich finde es nicht so spannend. Deswegen, ihr habt gesehen, wie es geht. Geht scheinbar auch mit eigenen Pokémon. Aber ansonsten habe ich da, wie gesagt, nicht so viel Interesse dran. Das war möglicherweise gar nicht mal so schlecht. Das war's, Leute. Wir haben alle Aufnahmen, die wir brauchen. Okay. Wo ist mein Geld? Oh, schon fertig für heute? Ja, bitte.
Ja, von mir aus, ich kann das Spiel speichern, wenn du das unbedingt möchtest. Dauert hier immer so ein bisschen. Okay. Hey, ausgezeichnete Arbeit. Das war eine aufwühlende Darbietung. Bin schon gespannt auf den fertigen Film. Und jetzt kommt der Clou. Wenn du hier in Pokéwood einen Film gedreht hast, wird er auf der Stelle nachbearbeitet und im Filmpalast veröffentlicht. Komm Svenja, lass uns gleich im Filmpalast vorbeischauen. Hey Boss, ich sage es nur ungern, aber sie haben da noch einen Termin. Ach richtig, na schön. Tut mir leid Svenja, ich kann dich leider noch nicht begleiten. Aber du solltest dir unbedingt trotzdem dein Leinwanddebüt ansehen. Immerhin hast du daran mitgespielt, das wird bestimmt ein Riesenspektakel. Na schön, ich verabschiede mich dann mal jetzt. Du bist hier im Pokéwood jederzeit willkommen, Svenja. Das ist schön. Aber wir haben den Film ja eigentlich schon gesehen. Mit dem Kapitän, nur haben wir es ein bisschen besser gemacht, deswegen gucke ich mir den jetzt nicht nochmal an. Aber ist schon echt riesig hier. Muss man sagen. Gut, ist hier der Ausgang? Ja, das sieht mir wie der Ausgang aus. Okay. Da nichts wie raus hier. Alles klar, gut. Dann sind wir hier in Vapydro City soweit fertig. Wo es dann im nächsten Part hingeht, das werdet ihr dann schon feststellen, wenn ihr es denn nicht schon wisst. Ich denke, die meisten von euch kennen das Spiel, aber trotzdem. Und ja, ich würde sagen, das war's für heute mit Let's Play Pokémon Schwarz 2. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.